Hi Leute, wenn ihr letztes Jahr auf der Gamescom in Köln wart, dann ist euch der Inhalt dieses Pakets hier sicherlich nicht unbekannt. Gaming-Sitzsäcke gab es auf der größten deutschen Computerspielmesse an wirklich jeder Ecke. Hier habe ich jetzt das Crimson Thunder Modell von Gamewares, das ist relativ neu. Kostenpunkt liegt bei 130 Euro und im Moment läuft dann noch so eine Aktion, wo es das Teil für 99 Euro bei Amazon gibt. Ein Sitzsack soll vor allen Dingen einen Zweck erfüllen und das ist Komfort und Bequemlichkeit. Das Anwendungsgebiet ist nicht der Arbeitsplatz oder Schreibtisch, sondern der ist für die Freizeit gedacht, aber auch ansonsten sehr flexibel einsetzbar, zum Beispiel ganz normal zum TV schauen. Meine bessere Hälfte hat sich hier den IKEA Ohrensessel geholt und ich habe jetzt endlich das passende Pendant dazu. Aber es gibt auch noch ein weiteres überraschendes Anwendungsfeld. Das Material besteht aus Polyester, also dieser Außenbezug hier. Bedeutet, es ist extrem wasserabweisend, kann also im Garten genutzt werden. Regen macht dem Modell überhaupt nichts aus. Übrigens nicht nur der Regen, sondern er ist zudem schwer entflammbar. Ich selber bin kein Raucher, aber Brandlöcher wird es mit dem Teil laut Hersteller nicht geben. Mir hat der Hersteller sogar mitgeteilt, dass ich versuchen könnte, ihn anzuzünden. Da konnte ich mich dann aber doch nicht durchringen und ich empfehle euch das jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich nehme das mal so hin, dass das Modell sehr, sehr feuerfest ist. Ansonsten, woraus besteht so ein Sitzsack? Nun, also, die Form ist flexibel und nicht starr. Und zwar befinden sich im Inneren des Sitzsacks jede Menge kleine Kügelchen, sogenannte EPS-Perlen. Ganz simpel, das ist nichts anderes als Styropor. Das ist ungiftig, also darf sogar in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Habt ihr bestimmt mal bei Äpfeln gesehen oder so. Innen drin befindet sich dankbarerweise noch zusätzlich ein Netz, damit die Perlen nicht mal ungewollt austreten. Das war bei früheren Versionen dieses Gaming-Sitzsacks nicht der Fall. Übrigens, die Perlen sind unterschiedlich groß, deswegen ist der Sitzsack vermutlich auch etwas flexibler als andere Modelle. Wenn man sich reinsetzt, dann spannt die Rückenlehne auch direkt. Ich habe einen Freund und der hatte mal einen Sitzsack, beziehungsweise das war so eine Art Sitzsack als Couch, allerdings ohne Rückenlehne konzipiert und ich konnte dem überhaupt nichts abgewinnen. Das war nicht bequem, wenn man da 5 Minuten drauf gesessen hat, dann haben sich die Kügelchen so verteilt, dass man quasi mit dem Arsch auf Grundeis saß. Das wird mit dem Crimson Thunder Modell nicht passieren, kompakt gefüllt, recht hohe Lehne für einen derartigen Stuhl. Bei meiner Körpergröße von 1,80 Meter oder kleiner, also gar kein Problem und wirklich bequem zum Zocken, Entspannen oder auch einfach abschalten. 1,95 Meter wäre dann schon so eine Größe, wo man mal nachdenken müsste, ob der Sitzsack das Richtige ist. Im Zweifel würde ich dann einfach mal beim Hersteller nachfragen oder ein bisschen recherchieren. Übrigens, das Teil ist auch sehr leicht mit 4 Kilo, kann also easy von einem Ort zum anderen transportiert werden. Wenn man eine Party schmeißt oder so, ist so ein Sitzsack einfach schon ein Hingucker. Ziemlich cool und wird in der Regel sehr schnell von den Gästen angenommen, also eine sehr angenehme Option. Was kann er noch? An den beiden Seiten hat er minimalistische, aber gute Funktionen. Und zwar haben wir hier rechts die Möglichkeit, die für Gamer notwendigen Tools unterzubringen. Also einen Controller, eine Fernbedienung und vielleicht noch was zum Snacken oder ein Getränk oder ein Smartphone oder so. Das Ganze kann aber auch einfach als ein großes Fach genutzt werden. Das bedeutet, wenn man hier den Klettverschluss entfernt, für zum Beispiel einen Laptop oder ein Tablet oder einen E-Reader oder vielleicht auch ganz klassisch ein Buch. Der GameOS Thunder ist für Konsolenspieler konzipiert, aber ich finde, der eignet sich auch hervorragend zum Chillen oder als Leseecke. Auf der linken Seite gibt es dann noch eine Halterung und die ist für einen Kopfhörer gedacht oder wahlweise auch für ein VR-Headset. Beim Thema VR tut sich ja auch einiges. Ich habe auch mal die PSVR besessen. Aktuell warte ich aber einfach noch ein bisschen ab, weil das einfach so ein super spannendes, aber auch so ein sich super schnell entwickelndes Thema ist, also Mixed oder Augmented Reality. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wo uns das Ganze noch hinführen wird. Übrigens, was ich vorhin nicht erwähnt hatte, und ich hatte ja darüber gesprochen, dass das Modell super wasser- und feuerabweisend ist, das kommt auch einer anderen Sache zugute, und zwar Fettflecken etc. Ihr könnt euch ganz entspannt Meckes oder eine Pizza reinpfeifen oder irgendwas anderes. Das macht der Modell überhaupt nicht. Das ist total einfach zu reinigen. Ja, meine persönliche Meinung über das Teil, ich finde es praktisch und bequem. Es lohnt sich, so ein Teil in der Wohnung oder auch im Garten zu haben, insbesondere für Gäste. Der Bequemlichkeitsfaktor ist allerdings ganz entscheidend. Was ich bequem finde, muss für einen anderen Zuschauer ja nicht genauso gelten. Also ihr werdet mit Sicherheit wieder auf der Gamescom zahlreiche Gelegenheit haben, genau dieses Modell oder ähnliche Sitzsäcke zu testen. Ich werde auch wieder da sein und vor Ort so ein bisschen berichten über die Highlights. Ansonsten auch noch ein cooles Thema, was in anderen Reviews überhaupt nicht angesprochen wurde. Aber nach dem, was ich in Erfahrung gebracht habe, ist so ein Sitzsack für den Rücken deutlich besser als eine Couch. Der Grund liegt in der Flexibilität. Auf einer Couch verändert man seltener seine Position oder hat vielleicht auch nicht die Möglichkeit dazu. So ein Sitzsack kann das dann schon eher leisten und das dynamische Sitzen regt zudem die Durchblutung an. Also ein Sitzsack scheint mir eine gesündere Alternative zur Couch oder einem Stuhl zu sein. Wenn ihr Physio oder Ergotherapeut oder Chiropraktiker oder sogar Arzt oder aus irgendeinem anderen Grund eine medizinische Ausbildung oder eine medizinische Meinung dazu habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die in den Kommentaren teilt. Ansonsten würde ich sagen, ist so ein Gaming-Sitzer keine Seltenheit. Also es gibt da viele, viele Hersteller,
Man muss sich nicht speziell dieses Modell holen, aber ich finde, der Gamewares-Sitzsack hat hier einen ganz guten Eindruck gemacht und deswegen würde ich den euch auch empfehlen. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.